Seit einiger Zeit gibt es eine Ausstellung beim nördlichen Eingang des Südfriedhofs, wo es Richtung Krematorium geht. Hier sind viele Leinen aufgespannt mit in etwa 600 Fotos von Gerd Lehmann, bekannter Fotograf aus Leipzig, Jahrgang 1945. Wann wurde die Ausstellung eröffnet? Die Ausstellung ist so ein bisschen nach Jahreszeiten, habe ich als Trennpunkte genommen. Und zwar die Sommersonnenwende ist der Beginn gewesen, also der 20.06. Und enden sollte voraussichtlich zur Herbsttag- und Nachtgleiche, das ist am 22.09. Ob die jetzt verlängert wird oder nicht, oder ob der Wind und das Wetter hier alles zerstört, dass es eher abgenommen werden muss, das wissen wir nicht. Wir hatten gerade gestern einen ziemlich starken Sturm und es mussten so 6 oder 7 Seile, die gerissen sind, jetzt gerade mühselig wieder befestigt werden. Und Bilder sind noch ein paar, die dran müssen. Das ist aber jetzt noch in Tätigkeit und ich habe jetzt gerade eine kleine Pause, um mich jetzt zum Thema zu unterhalten. Ich hatte ein Foto gefunden von Ihnen hinter meinem Rücken in der Wiese liegend und hatte Ihnen das gebracht. Können Sie mir sagen, was das für ein Foto war? Ja, das war so aus den, oh Gott, wann war denn das? 70er, 80er Jahre, müsste ich jetzt, aus dem Stegreif habe ich es jetzt nicht drauf, das sind so Musikfotos. Ja, das müsste 70er gewesen sein, aus den Anfängen. Da habe ich mal kurze Zeit für Fernsehfunk fotografiert. Und das sind das Musikaufnahmen aus irgendeiner Fernsehübertragung im Zirkus Eros oder Haus der Heiteren Muse, was das damals war. Und das ist eine Musikerin, das war die mit der unscharfen Trommel im Vordergrund, weil es solche Lichtreflexe gibt und den Gesang und ja, ein schönes Licht. Ja. Sie haben ja ein Fachabitur gemacht damals und konnten wählen zwischen Bau, war das, und Eisenbahn. Bauwesen und Betriebs- und Verkehrseisenbahner, so nannte sich das damals. Ja. Ja, und das waren zwei Sachen zur Auswahl, weil ich mit meinem etwas, ja, rübelhaft kann ich nicht sagen, aber nicht passenden Benehmen nicht zum Abi zugelassen wurde am Anfang. Und da habe ich dann sozusagen über Besserung, da gibt es ein paar Geschichten zu erzählen, die eigentlich an Haaren herbeigezogen ist, die Besserung, aber sie wurde von den Lehrern so festgestellt, dass ich dann in der 9. Klasse auserwählt wurde, so eine Berufsausbildung mit Abitur zu machen. Und da gab es Bauwesen und Eisenbahn als Auswahl. Und mein Freund war im Bauwesen und schleppte immer Ziegelsteine und hat sich da beklagt. Und da ich damals noch so Friedensfahrer werden wollte, Radrennfan, wollte ich nicht im ganzen Tag Ziegelsteine schleppen, weil dann hast du keine Kraft mehr zum Trainieren. Und deswegen habe ich mich für die Reichsbahn entschieden, die allerdings jetzt nicht in meinem Interessegebiet auf irgendeiner Sache war. Die hat sich einfach ergeben, weil das die andere Variante war der Möglichkeit. Und Eisenbahn habe ich also auch nie beruflich gemacht. Ich habe, glaube ich, noch mal ein Praktikum 4 Wochen gemacht nach der Prüfung. Und dann habe ich damit nichts mehr zu tun gehabt, außer dass ich mich zu Klassentreffen getroffen habe und wir lustig geschwatzt haben. Ja. Also Eisenbahn war ja vor allem die Wahl gefallen, damit Sie nicht ganz erschöpft sind für das Training. Ja? Und Sie sind ja sehr erfolgreich auch gewesen. Sie waren noch in einer Auswahl. Jugendauswahl mit so einem Nationaltrikot, blaues Trikot mit schwarz-rot-goldenem Brustring, waren wir ganz stolz drauf. Das waren so die ersten 10 der DDR. Zählt man ja schon so ein bisschen mit zu den Guten. Und ich war dann noch später, als ich schon wusste, dass ich aufhöre mit Radrennen, war ich im medizinischen Olympiakader für, ich glaube, 64 oder 68, müsste man jetzt mal nachrechnen. Und da wusste man schon, dass ich aufhöre. Das war in Kreischa, so eine Untersuchung. Und ja, da hat man festgestellt, dass ich eine übergroße Lunge habe. Da dachte ich mir, da kannst du auch dein Leben lang rauchen und zünd mir jetzt eine Zigarette an. Wann fiel die Entscheidung, Fotograf zu werden? Ja, die hat sich so durch verschiedene Sachen entwickelt. Die Entscheidung aus meiner Sicht war, ich glaube schon als Kind habe ich viel so Bücher hingelegt gekriegt, wo schöne Bilder drin waren, historische. Die haben sicherlich mal ein Betrachten von Bildern schon irgendwie angeregt als kleines Kind. Aber das Entscheidende war, ich habe ja so ein bisschen nebenbei Model gemacht, weil man da hübsche Mädchen kennenlernt und noch ein bisschen mehr Geld verdient.
Und in dem fotografiert werden, habe ich festgestellt, dass in den 60er Jahren so die ganzen Mode- und Werbeaufnahmen sehr steif und hingestellt waren. Und meine Auffassung war, dass es ein bisschen natürlicher wird und dass man es aus der Bewegung macht. Und darüber habe ich mit den Fotografen diskutiert. Und die haben mir dann Gründe genannt und erklärt, warum das eben nicht aus der Bewegung geht. Und da habe ich mir daraus hat sich resultiert, dass ich selber fotografiere, um zu zeigen, dass es eben doch geht, um diese Probleme, die dabei entstehen, zu bewältigen. Und das ist dann eigentlich auch mein Trend der Fotografie gewesen, natürlich zu fotografieren, nicht so hingestellte Posen, womit eigentlich schon die Lüge beginnt. Mhm. Wenn man es jetzt ganz streng nimmt, es geht natürlich nicht immer. In den Aufträgen musste natürlich, da wissen es die Leute, dass sie fotografiert werden, da musste eben Situationen schaffen, die aus der Bewegung heraus sind, kleine Aufgaben stellen, dass sie sich nicht konzentrieren auf die Kamera und dann entsprechend ihre Visage hinrücken, sondern dass sie sich auf das Problem, was du ihnen stellst, konzentrieren. Und wenn sie das erledigen, dann machen sie eine natürliche Bewegung, die ich dann noch einfangen kann. Das war dann die Sache, die du bei den beruflichen Sachen, also im Atelier oder so, benutzt hast, um es natürlich darzustellen. Und sonst habe ich eigentlich Menschen immer fotografiert, ohne sie vorher zu fragen, um einfach den natürlichen Moment zu erwischen. Weil ich habe auch festgestellt beim Fotografieren im Laufe der Jahre, dass immer in dem Moment, wo sie es mitgekriegt haben, dass ich sie fotografiere, dass dann die Bilder schlechter wurden. Ja. Bis auf wenige Ausnahmen, die es natürlich auch gibt. Es gibt ein laminiertes Blatt, da beschreiben Sie, was wichtig ist, um ein guter Fotograf zu sein. Ich habe jetzt viele solche Texte geschrieben, ich habe jetzt nicht im Kopf, was Sie meinen. Also soweit ich... Ich habe gesagt, ein guter Typ. Also man muss schussbereit sein, die Kamera zum Beispiel. Man muss sich Vorbereitung ist der halbe Miete. Ja. Man muss also das richtige Zeug einstecken, was man voraussichtlich irgendwo in der Ferne braucht. Kannst dich wieder zurückfahren, dann erstmal holen. Ja. Und dann muss man, bevor man in die Fotoaktion reingeht, sich den Kopf machen, was eventuell auf einen zukommt. Das Zeuggerät griffbereit haben, die Voreinstellungen schon machen, dass du dann nicht erst lange rumfummeln musst und eine Brille wechselst und so, dann ist das Modell schon dreimal um die Kurve gelaufen. Mhm. Es muss also griffbereit sein im Bruchteil der Sekunde, so ungefähr. Und dann musst du in aller Ruhe beobachten, dich konzentrieren auf die Situation. Und wenn du das machst, da sozusagen mitfühlst mit den Gedankengängen der Modelle, dann bist du auch bereit, die Bruchteile zu erwischen. Dann geht oft, das habe ich also festgestellt, der Finger am Auslöser los, bevor du den Befehl gibst. Wenn du dich voll drauf konzentrierst auf die Situation. Und dann erwischt man auch diese heiklen Momente, die ganz knapp nur einzufangen sind. Und das muss man trainieren, das muss man oft genug machen. Dann ist man in Form wie ein Sportler. Mhm. Und dann erwischst du auch die Momente. Da habe ich manchmal so Tests gemacht, zum Beispiel bei den Szenekneipenfotos. Tonelli, der zum Beispiel früher Artist war und hinter der Bar jetzt stand. Der ist mit dabei hier auf den Fotos, den habe ich gar nicht erkannt. Und der hier auch so ein Glas immer mal an der Bar geschwenkt hat, aus dem Stegreif heraus, hinterm Rücken runtergeschmissen, auf der anderen Seite aufgefangen. Und da habe ich viermal drauf gedrückt und dreimal das Glas in der Mitte gehabt. Und da habe ich gesagt, Lehmann, bist gut. Das ist mit zwei Fotos hier zu sehen. Ich habe ihn ja auch ein paar Mal gesehen und ein paar Worte gewechselt mit Frank Metz-Tonelli und habe ihn aber jetzt nicht erkannt. Er hat ein sehr markantes Gesicht. Weiß nicht, wie er damals ausschaut. Ich habe das nicht gesehen. Kann ich das sagen, da drüben irgendwo noch mal großes Glück haben, ist es hier nicht dabei. Können wir ja, vielleicht würde... Ja. Aber ich glaube es nicht. Das war ja bloß die Zinger. Es sind ja noch Restbeutels, die abgestürzt sind. Ja, ich würde morgen nochmal oder die in der Woche dann irgendwann oder nachher. Mal sehen. Und zwar, ich würde gerne noch ein paar Fragen stellen, die wir hier vielleicht. Und zwar, haben Sie mir vorhin erzählt, dass Sie ja selbstständig waren eigentlich, ne? Oder freiberuflich. Ja, und da musste ich. Das war ein Grundgedanke, um nicht. Sagen wir, immer politische Parteiversammlung gehen zu müssen. Und weil ich hatte ja zweimal ersten Verwandtschaftsgrad im Westen, das war im Osten nicht so gut, gerade wenn du so international fotografisch unterwegs sein willst, da hast du so gut wie keine Chance. Und da mir das klar war und ich auch meine Sportfotograf an der DFK werden durfte, weil ich die Olympiade hätte verraten können,
durch die Westverwandtschaft. Habe ich mir lange überlegt, was ich mache. Ich wollte eigentlich Reporter werden in der Richtung, aber da hätte ich keine Zukunft gehabt. Wenn ich schon nicht Sportfotograf werden darf, dann wäre ich auch nie in die Welt geschickt, um, wie ich früher gesagt habe, mit der Kamera in der Hand, an den Brennpunkten des Weltgeschehens dabei zu sein. Das war so mein Grundgedanke am Anfang mal. Und da bin ich eben dadurch, dass ich ein bisschen gemodelt hatte früher, hatte ich eine Beziehung zu diesen Verlagen und den Redaktionen und habe mit denen dann so über gewisse Zeit vereinbart, dass ich als Fotograf und nicht mehr als Fotomodell auftrete. Und das ist dann irgendwann mal zu einer Probeaufnahme gekommen, die gut genug war, und so ist das dann weitergegangen. Ja. Aber ich musste das recherchieren, weil ich bin nicht in der DDR, war ich zu klein. Das war die DEWAG oder DEWAG, war wohl immer mal Auftraggeber. Das war die einzige Werbeagentur der DDR, der andere gab es gar nicht. Das andere waren Werbeabteilungen von den jeweiligen Firmen. Florena zum Beispiel ist ja auch so ein Werbebegriff, der eigentlich bloß eine Creme ist. Aber das war nicht damals nicht nur eine Creme, sondern man hat den Namen verwendet für die gesamten Kosmetikartikel und Friseurprodukte. Um im Westen, wo der Name Florena bekannt war, sage mal, Eindruck zu schinden. Also ein Werbeeffekt war das. Und die haben also nicht nur die Creme verkauft, sondern die gesamte Kosmetikindustrie der DDR. Und das nannte sich damals VVB, Kombinat, Frisur und Kosmetik oder so ähnlich. Ja. Und da war alles drunter, aber es lief unter Florena. Also nicht nur unter der Creme, sondern war alles drin. Der Name wird nur aus Werbepotenzial genutzt. Ja, ja. Bloß mal die Kamera. Gab es nur eine Agentur. Moment. Oh, noch was. Der Florena-Name wurde als Werbung sozusagen benutzt und die einzige Werbeagentur, die es in der DDR gab, war die DEWAG. Und die DEWAG hatte in jeder großen Bezirksstadt ihren Sitz sozusagen mit Fotostudio und all solchem Zeug und Grafik und was dazu ist. Und die DEWAG hat sich auch bei den Messen, hat sie die Aufträge sozusagen gehabt, und über die DEWAG ist man dann an solche Aufträge rangekommen, die zur Messeausstellung waren. Also wenn jetzt eine große Firma zur Leipziger Messe einen Riesenstand hatte und der wurde von der DEWAG ausgeschmückt mit den ganzen Arbeiten. Die haben also auch Bühnenarbeiter oder sowas Ähnliches gehabt, die das gebaut haben. Und da wurden die Fotos produziert und irgendwelche Ansagen oder Stände wurden gebaut. Und das hat alles die DEWAG übernommen, also eine Art Universal-Werbeagentur. Und für die hast du als freischaffender Fotograf auch gearbeitet. Ich war dort überhaupt nicht angestellt, aber zum Beispiel die Schmucksachen, wo ich dann 1988, wo ich schon im Westen war, noch einen Preis gekriegt habe wegen guter Arbeit oder so. 1986, was war denn das? Estra-Strümpfe, da bin ich auch ausgezeichnet worden. Ich weiß jetzt nicht, was 88 oder 86 war. Jedenfalls habe ich 3 solche Auszeichnungen bei der DEWAG gekriegt, als was eigentlich nur freischaffender Fotograf mache. Ich war ja ungelernt bis heute noch kein Freischaffender offiziell, aber ich habe dann durch. Da bin ich jetzt, habe mich gefragt, man kann ja nachlesen, dass Sie exmatrikuliert wurden nach 3 Durchläufen, Semestern. Ja, nach 3-mal das 2. Studienjahr. Ja. Ich habe ja nie das 1. Studienjahr. Und was war denn der Grund dafür, dass der Das weiß ich auch nicht so genau. War es wie das Benehmen? Nee, eigentlich nicht. Ich war ein bisschen eigentlich, ich bin ja eigentlich, so lange Geschichte. Bin ich außer Konkurrenz, habe ich mich an der Schule beworben und habe mit Studenten, die ich kannte, ich war im Fotozirkel, damit habe ich die Studenten kennengelernt von den höheren ersten Studienjahren. Und die haben gesagt, ist jetzt nächste Woche Aufnahmeprüfung, warum machst du da nicht mit? Ich sage, der Herr Liebig, der so Seminargruppenleiter und gleichzeitig Fotozirkelleiter war, hat gesagt, ich soll mich noch ein Jahr bewähren, um dann mich zu bewerben. Und das ist auch der Herr Liebig, der mir im Grundstudium ein bisschen Ärger bereitet hat, oder ich ihm, je nachdem. Und er hatte natürlich einen längeren Arm. Aber der hat gesagt, nee. Und da haben die Studenten gesagt, geh doch mal zum Professor hoch und frage, ob du mitmachen kannst noch, so weil es schon zeitlich drüber war. Und da bin ich zum Professor Poch, und der fand das interessant. Ach so, und da habe ich ihm gesagt, ich würde gern, und ich habe gehört, es ist Aufnahmeprüfung, ich würde ganz gern mitmachen. Ich weiß, dass das zu spät ist, aber vielleicht so zur eigenen Überprüfung meiner Leistungsfähigkeit, ob ich nicht daran teilnehmen könnte. Das fand der wahrscheinlich lustig, hat gesagt, können Sie daran teilnehmen? Schriftliche Prüfung, die war
mündliche Prüfung brauchen sie nicht zu machen, weil sie ja nicht vorgesehen ist, aber schriftlich machen sie mal mit. Und so bin ich dann sozusagen zur Aufnahmeprüfung gekommen und habe die wohl, wie ich gehört habe, da ist immer FDJ-Sekretär in dem Prüfungsgremium mit drin. Der hat mir gesagt, dass ich wohl die besten Fotos hatte und meine fachlichen, schriftlichen Sachen waren wohl ausreichend, so ungefähr. Ja. Und dann habe ich plötzlich eine Zusage zum Studium gekriegt. Also obwohl ich außer Konkurrenz und die Registriernummer 0 hatte, ganz offiziell. Ja. Bin dann an die Schule gekommen. Und dann dachte ich natürlich, du hast ein bisschen Glück gehabt und du bist nicht gut genug, dass du das vielleicht noch schaffst. Und habe zu Hause mir Labor eingerichtet, habe mir selber Aufgaben gestellt, habe Fotokino-Magazin-Wettbewerbe jeden Monat dran teilgenommen, auch wenn mir die Themen nicht gefallen haben, einfach so mich als späteren freischaffenden Fotografen zu sehen, wenn du da einen Auftrag kriegst, mussten auch bewältigen, so unter diesem Gedanken. Ja. Und habe dann so meine eigenen Themen mir gesetzt, was ich überprüfe oder was ich lerne oder ausprobiere. Und war dann eben zu Hause in meinem Labor, weil in der Schule das Labor, da war immer Krach drin, da wurde gesoffen, da hast du keine Ruhe gehabt und ich habe zu Hause gearbeitet. Aber als sozialistischer Mensch muss in der Gemeinschaft arbeiten. Ich war nicht immer anwesend, habe zu wenig Anwesenheitspunkte gekriegt. Und dann gab es immer mal ein paar Diskussionen mit dem Herrn Liebig, der mich früh um 8 Uhr bestellt hat, obwohl wir erst um 10 Uhr Vorlesung hatten. Ja. Und dann sollte ich 2 Lampen von eben Zimmer ins andere räumen. Ich sage, was liegt noch an? Na, nichts weiter. Und grinste mich so an, weil er wusste, dass ich früh nicht aus dem Neste komme, weil ich in der Nachtbar gearbeitet habe, um ein bisschen Geld zu verdienen als Kellner. Da gab es immer Auseinandersetzungen. Da habe ich ihn immer irgendwann mal angebrüllt und da hat er mich dann mit zum Kaderleiter genommen. Da gab es so Diskussionen, ewig lange über Disziplin und alles. Und dann bin ich eben beim ersten Mal, als ich sitzen geblieben wurde, ich sollte erst geäxt werden, aber der Professor hat dann gesagt, dass ich eine Stellungnahme schreiben soll. Und daraufhin bin ich dann sitzen geblieben worden. Ich sollte dann irgendwie im Kollektiv arbeitend die neuen Vietnamesen betreuen, die an die Schule ein paar gekommen sind. Es kamen nie dazu, weil die erstmal Deutsch lernen mussten. Aber in dem Jahr, als ich das erste Mal sitzen geblieben wurde, habe ich einen internationalen Studentenwettbewerb gewonnen. Als fast rausgeschmissener, aber in der Tschechei war das in Pardubice. Als ich das zweite Mal dann wirklich geäxt wurde, aus ähnlichen Gründen, mit Diskussionen mit dem Herrn Liebig, die ich dann immer hatte, da habe ich die Ehrennadel der Fotografie gekriegt und beim dritten Mal im Fernstudium, ich bin ja eigentlich noch abwartender Fernstudent, der laut Gesetz wartet, dass er endlich zur Nachprüfung eingeladen wird. Gesetzlicherweise müssen die mich einladen, die haben es nie gemacht. Ich bin immer noch in Wartestellung, weil ich habe nicht genug Fotos abgegeben, weil ich damals frisch geheiratet hatte, Kind gekriegt hatte, Wohnung gekriegt hatte, Atelier gekriegt hatte, ausbauen. Es waren alles ganz viel und da habe ich mir gedacht, na, die paar Scheißvergrößerungen zur Prüfung, die machst du dann, wenn sie dich einladen. Die haben mich bis heute nicht eingeladen, ich habe die Vergrößerung nie gemacht. Ich bin also noch Fernstudent und warte auf die Nachprüfung sozusagen. Ja. Symbolisch. Ja. Bei dem dritten Jahr habe ich dann, also bei der dritten Exmatrikulation, habe ich den Brief auch hier hängen, habe ich dann beim Weltpokal ausgestellt. Das war der Unterschied zwischen Theorie und Praxis zur Ostzeit. Also einerseits rausgeschmissen, auf der anderen belobigt. Ja. In den 70er Jahren haben Sie so einen Pariser Modezar, könnte man vielleicht bezeichnen, den ich nicht kenne, fotografiert und die Fotografien sind nicht mehr vorhanden. Wie ist es überhaupt zu diesen Fotografien gekommen und wieso sind die dann weggeschmissen? Ist das so speziell? Ist das, ja, das ist jetzt alles ein bisschen durcheinander. Okay, dann bleiben wir mal beim Faden. Und zwar sind Fotograf geworden und haben Aufträge angenommen. Die weggeschmissen worden sind. Ja. Sie nehmen die Slava Zaitsev, die Sie meinen. Ja. Die Modefotos von Slava Zaitsev, die ich schon zu DDR-Zeiten fotografiert hatte, was im Westen gar keiner wusste. Die ich dann im Westen noch einmal fotografiert habe zur Leipziger Messeeröffnung von der Magazinpresse München. Mhm. Und dann stand die Russen kommen als modische Kollektion. Ja. Und das ist dann natürlich hier auf meiner Ausstellung rausgewedelt worden, weil das Thema nicht sein durfte in heutiger Zeit. Mhm. Und warum habe ich das jetzt eigentlich angeschlagen? Das ist, weil wir hatten ja, ich hatte Ihnen ein wenig geholfen beim Wiederanbringen der Fotos und da hatte ich geschaut, hatte Sie danach gefragt.
Oder Sie haben das erzählt, 1975, und Sie hatten da Fotos gemacht, als der noch gar nicht bekannt war. Und die Fotografien gibt es nicht mehr von damals. Ja, es gibt die ganzen Modefotografien nicht mehr. Und das war so, ich bin ja schon, meine Schwester hat in West-Berlin gelebt, mein Vater war Österreicher und die ist verstorben im Herbst 87. Und da bin ich zur Begräbnisfeier hingefahren und da man mir hier immer in den Werbeabteilungen die Westhefte aus dem Geheimfach holte und gezeigt hat, können Sie sowas auch, war für mich eigentlich so die Westfotografen eine Art Vorbilder. Und da ich nur die Chance hatte, zur Totenfeier dorthin zu fahren, bin ich auch dort geblieben, weil ich einfach mal so eine Art Bildungslehrgang, habe ich das heute genannt, weil ich auch einfach mal die Jungs kennenlernen wollte, die meine Vorbilder waren so von der Sache her. Deshalb bin ich dort geblieben. Und dann war die Familienzusammenführung irgendwann mal, weil ich bin ja alleine dort gewesen. Meine Frau und meine Tochter sind noch im Osten gewesen. Und da kam dann die Familienzusammenführung kurz vor der Maueröffnung. Und da musste sie alles aufschreiben, was es mit zu genehm gab. Und da hat sie mich eben angerufen und gesagt, die ganzen Fotos, da sehe ich nicht durch, wie ich das benennen soll. Da habe ich gesagt, die Mode schmeiß mal weg, die interessiert hier niemanden. Die Beauty-Sachen haben wir alle aufgehoben, die sind gut angekommen, aber die Mode hat hier im Westen damals keinen interessiert. Da fehlt ja so ein bisschen das modische Beiwerk, was hier gefehlt hat. Jedenfalls war es so und dann hat sie eben all das weggeschmissen, weil sie es nicht benennen musste. Und dadurch habe ich keine Negative mehr und keine Bilder. Und als ich dann die Bilder von Slava Zaitsev gesucht habe, um wieder zurückzukommen, weil die Magazinpresse, als ich denen sagte, schon 75 fotografiert in Leipzig, wollten sie unbedingt Bilder haben. Das wussten die gar nicht, dass der schon zu zeitig war, im Ausland war. Und da habe ich eben gesucht und nicht gefunden. Da fiel mir ein, das gehört ja zu den Modenegativen. Da habe ich eben bloß noch so ein paar Restschnipsel von der Zeitungsveröffentlichung. Das ist ein bisschen schade, dass die nur weg sind. Und das mit den ganzen anderen Modefotos auch so. Deswegen ist die Modeauswahl an Fotos sehr gering hier, weil ich da eben nicht mehr da habe. Ja. Jetzt sind wir Ende der 80er angelangt. 1987 sind Sie nach West-Berlin gegangen und zu Udo Walz. Ehrlich bin ich zu Udo Walz gegangen, ich bin da drüben gegangen, als meine Schwester verstorben ist, um den Westen mal kennenzulernen vom Fotografischen her. Habe mich natürlich dann um Wohnung bemüht und auch um Aufträge logischerweise, ich musste ja dort weiter existieren. Und da ich sehr erfolgreich im Frisurfotografieren und Kosmetik in der Richtung war, habe ich dort versucht weiterzukommen. Habe mich auch bei den Redaktionen, gibt es ja mehrere Frisurhefte im Westen, Clips, ja zum Beispiel in Köln. Die haben mich akkreditiert für die Frisurweltmeisterschaft und da habe ich eben bei der Frisurweltmeisterschaft die zweite Garnitur der DDR-Frisurfotos genommen, um sie als Superposter zur Weltmeisterschaft 88 zu verkaufen. Also man hat die mir abgekauft aus dem DDR-Archiv sozusagen, aus meinem, und hat die dann als Superposter zur Messe angebracht. Und da hängen auch Bildbeispiele da, wo ich über Kreuz West- und Ostfotos im Wechsel zum gleichen Jahr gehabt habe. Das ist eigentlich ganz interessant. Und der Udo Walz war für mich der erste Auftraggeber. Da habe ich die Corinna Drews fotografiert von dem Schlagersänger. Einer der ersten Frauen, die damals wohl die schönste Mutter Deutschlands erkoren wurde, mit ihren schon 5 Kindern. Sind auch so ein Foto dort dabei. Und als sie das Flugzeug verpasst hat und zu der Fotoaktion, habe ich gleichzeitig durch Zufall eine Bewerbung am Kudamm 202 gehabt für eine Wohnung, also für Atelierwohnung für mich sozusagen. Und da ich da Zeit hatte und nebenan der Friseurladen von Udo Walz war, war das also eine Treppe weiter um die Ecke gelaufen und da war ich in der Wohnung oben. Da habe ich eine Besichtigung vereinbart, weil ich Zeit hatte, weil wir auf das Model gewartet haben, die dann erst 3 Stunden später mit dem Flugzeug gekommen ist. Und da hat eben diese Hausverwaltung gesagt, ja, wir würden Sie ja nehmen, aber Sie sind frisch aus dem Osten, Sie haben keine Sicherheit jetzt. Und da fragen Sie doch mal Herrn Walz, ob er Ihnen eine Bürgschaft gibt. Und mit dem habe ich gesprochen und der hat mir dann die Bürgschaft gegeben, die ich auch heute noch habe. Also der Herr Walz war ein sehr freundlicher und hilfsbereiter Herr, so habe ich ihn kennengelernt. Er hat mir nicht nur die Bürgschaft gegeben, dass ich sozusagen dann die Wohnung gekriegt habe, in der ich dann auch gewohnt habe, als Ostfotograf am Kudamm, das ziemt sich so ein bisschen. Hat ausgegangen. Und
Und der hat mir also nicht nur die Bürgschaft gegeben, was ich sagte, sondern hat auch weiter mit mir, sagen wir mal, Frisuren, Fotos frisiert, ohne dass ich Geld bezahlen muss, was ja normalerweise bei dem Friseur eine Stange kosten würde. Preise kenne ich jetzt keine. Er hat mir also mehrfach Frisuren frisiert für eine Frisurzeitschrift, die ich dann veröffentlichen konnte und dadurch sozusagen mein Honorar gekriegt habe. Und mit den Aufnahmen, wo der Herr Walz frisiert hat, das hat natürlich jede Frisurzeitung mit Kusshand genommen. Deshalb fand ich das auch schön. Der hat mich also sozusagen indirekt unterstützt, indem er kostenlos für mich frisiert hat, ab und zu mal. Ja. So, ist, ist ja, ist, alle. Ja. Und mir eine nächste anziehen. Auch über die Ballettstange so ein bisschen. Um mich dran festzuhalten, wenn ich mich konzentriere. So. Der ist da von mir, oder? Oder habe ich den da drüben? Ein... Ja, das Ihre, ist ja? Ihre. Ich, nein. Da ich ist das ohne hier. Schrift gehabt. Den ersten Deckel. So, dann haben wir das Thema Walz und Mode. Ja, das war Walz und Mode. Jetzt frage ich Sie mal noch nach, also ich versuche es rund zu machen. Ich kann ja nicht alles erfragen, es ist ja so viel. Ich frage Sie noch nach 674 Bilder, wenn ich mich nicht verzählt habe. Das wollte ich Sie gar nicht fragen. Ich habe es jetzt gesagt. Und das sind 11 Minuten und 14 Sekunden. Und 11 mal 14 ist die Zahl Gottes. Und da sind so einige Zahlenrechnungen dabei, wo ich mich sehr beschäftigt habe. Mhm. Das passt sogar zur Anzahl meiner Bilder, diese Rechnung. Ja. Das nur nebenbei. Ja. Jetzt sind wir ein bisschen bei Zahlen und drüben steht auch was von Gott. Und Sie haben das aber auch in Verbindung gebracht mit Fotografie und dass da vielleicht auch einen göttlichen Einfluss gibt. Und es gibt ein Zitat, den Sie mit verwendet haben von Puccini. Puccini ja. Über Mensch als Partner des Schöpfers. Spielt Gott eine Rolle beim Fotografieren? Da musste man sich den Text durchlesen. Er hat das aus seiner Sicht gut beantwortet. Da geht es um Inspiration, so die letzte Inspiration, um was, so hat er es genannt, um was Ewigliches zu schaffen. Dazu muss man erstmal alles selber machen, was man kann. Gott tut nicht das, was die Menschen können. Aber wenn der Mensch eine Grenze hat und er will aber noch drüber hinaus über die Grenze was Geniales schaffen, dann sollte man sich die Kraft von Gott holen. Das ist seine Empfehlung. Das finde ich auch gar nicht so schlecht, weil das sind ja übermächtige Kräfte, die es irgendwie immer irgendwie gibt, die man nicht so richtig benennen, beschreiben kann. Und seine Meinung ist, und ich würde mich da auch anpassen, in vielen Arten hat er auch die gleiche Meinung wie ich. Er ist ein starker Raucher gewesen. Er hat nachts gearbeitet, hat alles griffbereit um sich liegen, was er haben will. Das sind alles Eigenarten, die ich unabhängig von ihm erst später festgestellt auch habe. So, ja. Ja. Er ist mir sympathisch und seine Musik gefällt mir von den Opern eigentlich am besten. Gucke mir heute oder höre mir heute noch Opern gerne an, italienische und speziell von Puccini, weil er auch den genialen Klang hat aus meiner Sicht. Ich bin kein Musikfachmann, aber das gefällt mir. Das ergreift mich immer wieder, wenn ich das höre. In dem Fall habe ich mich mit ihm auseinandergesetzt, habe mal so ein Buch gekauft zu DDR-Zeiten über sein Leben. Und da stand eben das drin und zu DDR-Zeiten hat man ja nicht viel von Gott berichtet. Und er hat das auch in dem Text so beschrieben, dass er eigentlich alles durchgeklärt hätte, aber er eben in so einem Brief mit einem anderen Fachen, irgendein Appell, irgendein anderer Künstler, ich habe es jetzt nicht parat, ein Briefwechsel oder ein Gespräch aufgezeichnet worden ist, wo er zum Thema Inspiration, wo Puccini die her hat, darüber gesprochen hat, also in diesen Briefen da zwischen Appell und Puccini. Und das fand der Buchschreiber, ein gewisser Krause, steht da in irgendwelchen Unterlagen steht das drin, ich habe jetzt den Namen nicht vollständig in Erinnerung. Und er fand es auch zu DDR-Zeiten erwähnenswert, diesen kirchlichen oder göttlichen Funken und Gedanken, den Puccini hatte, rüberzubringen. Aber jetzt bei der Fotografie zu beobachten und den Höhepunkt einer Handlung abzuwarten, ne, und dass sich alles fügt, das spielt Gott wohl gar keine Rolle. Das kann man schwer einschätzen. Da gibt es ja nur kein Konzept, was du abhaken kannst, wer wann wo eingewirkt hat, aber dich auf eine Sache gut zu konzentrieren. Da schadet bestimmt kein göttlicher Glaube, ob er was nützt, das ist nicht nachweisbar. Ja.
Das kann man nur sehen, dass Puccini, der sich danach gehalten hat, das aber auch nicht abhaken konnte, aber eigentlich Musikkunstwerke auch mit der Schönheit geschaffen hat. Das ist bei ihm wichtig, die schöne Traurigkeit, die von Puccini kommt. Und dass er Welterfolge errungen hat, also hat er doch das Ewige geschafft, wo Gott die letzte Kraft dazugegeben hat. Mhm. Es gibt einen Satz im Netz über Sie, dass Sie mit 2 Jahren schon auf der Bühne standen. Ist das ein Fehleintrag oder stimmt das? Nein, das weiß ich jetzt nicht so genau. Ja. Meine Mutter war Opernsängerin und da haben sie eben, ich glaube, bei Macbeth war das irgendwie auch solche Aufnahmen gehabt, wo das Volk irgendwo auf dem Marktplatz saß. Ich weiß es jetzt nicht mehr im Einzelnen, ein bisschen sehr lange her. Und da bin ich als Baby schon genommen worden oder als ganz kleines Kind. Es kann auch sein, dass ich 3 Jahre alt war, das weiß ich jetzt nicht. Ich habe damals 2 geschrieben. Ist offen. Ist aber auch, glaube ich, nicht so wichtig. Nee, Und da habe später habe ich auch Komparse gemacht, dann so im Fortschritt, wo sie Kinder eben gebraucht haben. Und habe dann auch in diesem Papignol-Chor in La Bohème mitgemacht und diversen anderen Sachen. Mhm. Und habe mir mein erstes Sparbuch sozusagen, habe ich von der Mutti eingerichtet gekriegt. Da gab es für jede Vorstellung und Probe, die man gemacht hat, 2,50 Mark. Mhm. Und so habe ich mein erstes Geld angesammelt. Und irgendwann mal habe ich das auf der Bank eingetauscht und habe mein ganzes Bett mit lauter Pfennigen belegt von dem vielen Geld, was ich hatte. Und danach war die Hälfte irgendwie weggerollert. Aber es sah schön aus, als das ganze Bett voller Pfennige glänzte. Mhm. Ja. War mal so ein Spleen. Ja. Ich habe mir eine Abkürzung notiert. MKFK. Das spielt dann eine wichtige Rolle. Naja, wichtige Rolle. Der Auftraggeber war das. Das ist die Modekommission der Friseure und Kosmetiker. Das ist die Abkürzung davon. Und die haben 2-mal im Jahr die Mode für die DDR rausgegeben, auf dem Gebiet der Frisuren und auf dem Gebiet der Kosmetik. Und da habe ich mir den Auftrag sozusagen aus Berlin weggeangelt, die das früher eine Berliner Truppe gemacht hat. Weil bei mir in der Kosmetik war das, also wirklich im Gespräch ist das so rübergekommen, dass bei mir die Farben gestimmt haben in der Kosmetik. Also wenn die zum Beispiel rot geschminkt haben, irgendwelche Augenlider oder was, dann waren die plötzlich orange, weil der Gelbstich von den Filmen gewirkt hat. Und ich habe eine Technik durch Ausprobieren erarbeitet, wo ich den Farbstich weggekriegt habe und damit waren die Farben real. Und dadurch, dass bei mir die Farben real waren, haben die Kosmetiker natürlich mich nehmen wollen und nicht mehr die Berliner Insider-Truppe, die das gemacht hat, weil es da gelbstichig war. Ja. Und dann habe ich auch mit eine Projektionsanlage gebaut, eine eigene, die keiner in der DDR hatte, wo ich den Hintergrund mit Motiven reinblitzen konnte. Ja. Und das hatte auch keiner. Und es war eben so, dass die Mode oft ein halbes Jahr entgegengesetzt war mit den Sommerklamotten bis dem Winter wurden die fotografiert und umgekehrt. Und dann sind wir im Winter ins Gewächshaus gegangen und da waren irgendwelche Disteln im Hintergrund, was ich schaurig fand. Und da habe ich eben jetzt Motive hinten reingeblitzt, die der Jahreszeit entsprachen. Wolken, unscharfe oder scharfe Stadtlandschaften, Bäume oder irgendwelche Lichtreflexe. Und das war auch eine Ausnahme. Die anderen hatten eine weiße Wand, eine schwarze Wand, wenn sie Westbezirk haben, eine grüne und eine rote Wand noch. Mhm. Das war's dann. Mhm. Und dadurch, dass ich in den Motiven im Hintergründe schaffen konnte und dass meine Farben richtig waren, bei diesen Frisur- und Kosmetikfärbereien, die es da gibt, das hat mir viele Aufträge gebracht. Mhm. Als dann die Wende kam und die Zeit danach, Sie sind dann ja wieder nach Leipzig gekommen? Das ist dann aber persönlich. Achso, müssen Sie nicht unbedingt, wenn das. Ja, haben uns dann ehrlich, waren wir verschiedenster Meinung. Müssen wir nicht ausweiten. Und ich bin dann eben kurz vor Weihnachten, weil ich keine Lust hatte, so im Schein unter dem Christbaum zu sitzen, bin ich dann wieder nach Leipzig. Das war ja meine alte Heimat, wo ich mich wohlgefühlt habe. Ich wäre auch nie abgehauen in dem Sinne. Über die Mauer geklettert oder so hätte ich nicht gemacht. Mir ging es ja hier gut. Ja. Und ich bin dann wieder zurückgegangen in der Hoffnung, dass mir wieder gut gehen wird. Das war natürlich dann alles ein bisschen anders. Aber das war so ein Grund, dass ich wieder dort, wo ich mich wohlgefühlt habe, hingegangen bin. Ja. In Berlin habe ich mich teilweise auch ganz wohl gefühlt, an manchen Ecken. Aber es ist eben schwierig gewesen, in dieser Riesenstadt, sag mal, Zentren zu finden, wo man mit Freunden zusammen war. Wenn du dann in eine andere Ecke gegangen bist, hast du wieder ganz von vorne angefangen. Das war mir dann alles zu anstrengend zu Hause. In Leipzig kannte ich alle oder viele.
Und da fühlte ich mich eben zu Hause. Ja. Das hat in Berlin ein bisschen gefehlt. Wie ist es dann dazu gekommen, dass Sie mit Fotografien angefangen haben, vor allem Bereich Gothic-Szene und Disco-Techno-Szene? Das war nicht von den Szenen abhängig, sondern das war davon abhängig, dass ich in der Nachwendezeit die ganzen Aufträge weggebrochen sind, weil es die Firmen nicht mehr gab, für die ich Exportfotos gemacht hatte. Ja. Und da habe ich versucht, erstmal aus West-Berlin zurückkommend nach Leipzig wieder diese ganze Leipzig kennenzulernen, wie sich es verändert hat. Und da gab es eben so viele, wie ich unter Bekannten, die ich ja hatte, erfahren habe, dass es so Szene-Kneipen gibt, was so schwarz aufgemacht wird und spannend wird und da ist gute Stimmung. Und da bin ich ja mitgegangen, bin in die Szene rein und so habe ich als erstes die Zündspule kennengelernt, die dann am nächsten oder die nächste Woche, wo ich mit Fotoapparat hingehen wollte, weil ich es dort spannend fand, weil die Gesichter, sag ich mal, in positiver Aufruhr waren, da ist was geschehen in den Gesichtern, wo ich mir dachte, kannst du interessante Porträts machen. Das ist aber dann erstens so ein Cocktail, also so ein Molotow-Cocktail reingeflogen. Und da konnte man nicht mehr hin. Es war dann alles kaputt, so von irgendwelchen Rechten, habe ich gehört. Und da ist die Zündspule dann von, ich weiß gar nicht mehr, wie die Straße hieß, irgendwie da in der Nähe vom Zentrum, ist die dann in die Feinkost gezogen. Dann sind sie auch noch mal zweimal umgezogen, weil der Schornstein eingefallen ist und baufällig war. Und da habe ich eben dort in den Szenekneipen fotografiert, was spannend war. Und da bin ich auch irgendwann zufällig mal, als ich Sonntag früh frühstücken fahren wollte am Haus Auensee, als schönes Wetter war, bin ich dorthin gefahren, um in aller Ruhe zu frühstücken. Und da waren plötzlich diese hellgrünen Maienwiesen waren plötzlich dunkelgrün. Und da waren lauter dunkle Gruftis unterwegs, die ich noch nie gesehen hatte. So ganz verschieden gekleidet, sah so ein bisschen geheimnisvoll aus, aber auch irgendwie sehr exklusiv und interessant. Ich bin natürlich gleich nach Hause gefahren, habe meine Fotoausrüstung für Nachtaufnahmen, wie ich das in den Szenekneipen gemacht habe, mitgenommen und habe mich da vorsichtig drunter geschlichen. Habe dann viele kennengelernt im Gespräch. Ich fand die sehr sympathisch, wir waren sehr friedfertig. Ich kannte von solchen Festivals, wenn die dann 3 Glas Bier getrunken haben, haben sich die Birne eingehauen. Das passierte dort gar nicht. Ja. Ganz im Gegenteil war das so, wenn ich mit vollem Gepäck hier vor zum Musikstand, also das ins Backstage davor wollte, da war es enge, da wurde geschubst und so. Bei denen war es mehrmals so, dass sie den Weg frei gemacht, bitte schön, möchten Sie vorbei, so richtig höflich. Ja. Das fand ich sehr angenehm. Und so habe ich viele kennengelernt und Freunde inzwischen gekriegt und habe mich dort, sagen wir mal, auch vor allem fotografisch festgesetzt, weil es ja auch optisch attraktiv war. Ich würde gerne kurz Kaffee, ja. Wenn du noch was willst, musst du sagen. Ich hoffe, einen kleinen Schluck würde ich noch nehmen, ja. Welche Tasse ist nun, das war Ihre? Die das ist andere, die, mit der Schrift müsste da sein. Mit der Schrift, ja. Ja, reicht, danke. Das ist mal wieder da drüben, was ich wollte. Ich würde gerne etwas Werbung machen. Aha. Es gibt ja Kalender von Ihnen. Ne? Ja, das ist ganz lustig. Ich habe hier 2 liegen. Ich zeig mal einen so hier rein, ne, ins Bild, oder? Natürlich. Der von 2003, der ist nächstes Jahr wieder gültig. Sozusagen ein antiquarisches Objekt, was man trotzdem als Kalender benutzen kann. Denn die Wochentage und die Daten und die Feiertage, also selbst das WF-Gotik-Treffen ist nach 22 Jahren wieder richtig angezeigt. Die stimmen überein, man kann es also benutzen. Die Mondphasen sind durchschnittlich 3 Tage früher oder später im Kalender statt am Himmel. Und die Umläufe der Planeten sind sowieso nicht gleich. Die haben einen eigenen Umlauf, den kann man also nicht benutzen. Aber Datum, Wochentagsname und Feiertage sind exakt benutzbar. Und das ist der Kalender sozusagen von 2003, der wieder 2025 Gültigkeit hat. Und der andere von 2002 hat dieses Jahr, also 2024, die gleiche Gültigkeit. Im Jahr dann darauf, 2026, bricht die Zusammengehörigkeit wieder ab.
Das hat verschiedene Gründe, die ich jetzt nicht alle erklären kann und möchte. Ja. Die Beschäftigung mit Astronomie und ich glaube auch römisch Mythologie. Astronomie und Mythologie habe ich mich befasst. Ja, ich habe mich mit der Astrologie auch auseinandergesetzt, habe die aber dann schon ziemlich zeitig abgelehnt, weil da so vieles widersinnig der Natur ist. Und das, damit wollte ich mich nicht befassen. Da habe ich nur mit einem halben Ohr zugehört, weil ich gerade so beschäftigt war mit dem Kalender. Was haben die abgelehnt? Nochmal, die Astrologie. Bitte? Die Astrologie. Ja, weil die verschoben ist. Die haben sie als Rechenhilfe mal 150 vor Christi, war es, glaube ich, vom Herrn Hipparch, festgelegt. Er wollte einen Sternkatalog machen und hat festgestellt, dass die Sterne, die auch die Fixsterne, sich über längere Zeiten verändern. Ja. Das hat ihn irgendwie angekotzt, nehme ich mal an, und hat demzufolge ein Rechensystem von 360 Grad eingerichtet und hat die Sternbilder gleichmäßig 30 Grad, was auch nicht stimmt in der Realität, sondern die Abstände sind mal größer, mal kleiner. Zum Beispiel hat der Skorpion, der in der Mythologie alle Feinde sozusagen erstochen hat, das war seine Aufgabe, der 7% an der Ekliptik hat, das ist der Maßstab, wo nach Tierkreiszeichen bemisst, wo es 7% hat oder 7 Grad hat. Und der Schlangenträger, den sie ausrangiert hatten in der mythologischen Geschichte, der sozusagen der Helfer war und der Medizinmann symbolisch, der hatte 22 Grad an der Ekliptik offiziell, die hat er auch jetzt noch am Himmel. Aber den hat man ausrangiert, weil er sich gegen irgendeinen Gott was gemacht hat, was er nicht machen durfte. So, wir sind also heute immer noch bei diesen 12 Sternbildern am Tierkreis, wobei es eben 13 gibt, wobei der Schlangenträger viel größere Fläche an der begrenzten Sache einnimmt als der Skorpion. Aber der Krieger wurde eben vorgezogen gegen den Medizinmann. Als die analoge Fotografie aus der Mode kam, haben Sie digitale Fotografie abgelehnt? Ja. Das hatte verschiedene Gründe. Erstens mal hatte ich 10 Jahre Russisch und konnte nicht mehr. Dann hatte ich 3 Jahre Französisch und kann nicht mehr. Ich bin also in Sprachen ein bisschen dämlich gewesen oder hatte keine richtige Einstellung dazu. Und da ich, sage mal, in Sprachen erfolglos war, habe ich mit Englisch gar nicht erst angefangen. Jetzt verstehe ich Deutsch nicht mehr, weil die immer alle Englisch quatschen. Und damals war eben auch das ganze Digitale in dem Programm Englisch formuliert, was ich nicht konnte. Ich hatte aber auch keine Lust, irgendwelche Lehrgänge in England zu machen. Da hätte ich gar nicht Kleingeld dafür. Und das Sozialamt hat mich damals auch nicht unterstützt. Das wäre Bevorteilung von privaten Leuten oder irgendeinen Scheiß, habe ich da gekriegt. Und also ich konnte Englisch das nicht richtig verstehen. Ich bin auch kein Mensch von so Knöpfen drücken. Ich bin mehr einfach, handlich muss alles sein. Es gibt nicht die modernste Technik ist die beste, sondern die Technik, die deinen Aufgaben, die du bewältigen willst, nützt. Ja. Und dann habe ich, wie gesagt, das Englisch, da habe ich die Hälfte nicht verstanden. Dann mag ich diese ganze Technik schnulli nicht, dass ich auf den Knopf drücken soll, wo draufsteht Lachen. Was soll der Quatsch? Ja. Und so ähnliche Knöpfe, die es da gibt. Und das war alles nicht für mich und ich hatte einfach keine Lust, mich damit zu befassen. Und dann war auch ein entscheidender Grund, die ersten digitalen Geräte, die es da gab, wo du so Anschlüsse an die alten analogen Kameras hattest. Also es gab Anschlüsse von digital zu analog bei Kameras damals? Ja, an die analogen Kameras konntest du irgendwelche Verbindungsstücke gab's, die dann im Artbüro beim künstlerischen Artdirektor digital übergeleitet wurden. Und die konnten dann sehen und dir sagen, was du zu machen hast als Fotograf. So, ja. Und da gab es Geräte dazu. Und die waren aber so fünfstellig sehr teuer, wo ich das Geld nicht übrig hatte. Denn zu der Wende sind mir die Aufträge ja weggebrochen, ganz viele, weil es die Firmen nicht mehr gab. Hatte ich überhaupt kein Geld dafür, die Geräte zu kaufen. Und dann war die auch noch schlecht. Die waren sehr teuer und die waren schlecht in der Qualität. Wenn ich zum Beispiel war die Zeit, als ich so Szenefotos gemacht habe, wo ich so kurze Momente erwischen musste. Und wenn ich dann auf die Kamera drücke und die braucht eine Sekunde zum Nachrechnen, bis sie mir den Vorhang vorne öffnet, ja, dann ist das Modell schon um die Ecke gelaufen. Ja. Und da habe ich mir gedacht, du hast eine gute Technik. Ich habe mit Hasselblatt gearbeitet, mit Nikon gearbeitet. Da muss ich mir nicht solchen Schnulli teuer kaufen, der
der einfach die Qualität einbremst. Also bei analog, bei analog, wenn ich drücke, ist sofort löst sofort aus. Genau, ja, weil, wo ich drücke, geht das auf. Ja, weil das Problem. Wir haben erst gerechnet und haben dann geöffnet. Am Anfang, jetzt ist das nicht mehr so, aber am Anfang war das so, dass das bis zu mindestens einer Sekunde gedauert hat, bis das dann offen war. Und wenn ich ein Modell, die sich gedreht hat, fotografiert habe, hat die mir dann Rücken gezeigt, bis der Kameraverschluss aufgegangen ist. Und so einen Schwachsinn brauche ich nicht. Also bei mir ist aber auch nicht so. Also wenn ich versuche, Fotos zu machen, gibt es auch immer eine Verzögerung. Jetzt nicht ganz so lang, aber es gibt eine Verzögerung. Damals war sie lang und die Geräte waren teuer und diese verbindenden Anschlüsse waren auch teuer. Ja. Und Englisch konnte ich auch nicht. Und sollte ich mir jetzt die ganze Welt umkrempeln wegen dieser neuen Theorie. Ja. In der alten war ich fit und gut und hatte die Geräte. Warum sollte ich mich mit sowas kurz vor der Rente auch noch befassen? Ja. Das waren dann mehrere Gründe, wo ich gesagt habe, nee, das machst du nicht mit. Ja. Dann habe ich mir eben auch selber Aufträge gegeben, die ganzen Szenefotos von den Szenekneipen und von den Gruftis, die sind ja alle entstanden, die ich mit Film, wo ich mir selber den Auftrag gegeben habe, da gab es ja keinen Auftraggeber. Und wo ich Filme benutzt habe, da hat mir keiner reingeredet, wie ich das fotografiere, das musste ich nicht digital. Und dadurch habe ich mich auch finanziell mit Ach und Krach so über Wasser gerettet. Hast du zwar nicht viel dran verdient, diese Kalender sind noch ein Beispiel dazu, wo ich mich so ein bisschen finanziell über Wasser halten konnte durch eigene Aufträge. Und als dann sozusagen ich in die Rente gekommen bin oder mir das angeboten wurde, Rente zu gehen, nach langjähriger Wartezeit oder wie die das nennen, bin ich pünktlich in die Rente gegangen, weil ich keine Lust mehr hatte, diesen ganzen digitalen Quatsch und dann diese ganzen Sozialanträge dauernd auszufüllen. Da musste ich wieder neu ausfüllen, da sollte ich schätzen, wie ich verdiene. Man hat dann keine Aufträge, sollte die Mehrwertsteuer dann schon berechnen. Also ein Schwachsinn, wo ich keine Aufträge hatte oder so gut wie keine. Ja. Ja. Das war mir dann einfach zu viel und da habe ich gesagt, wenn ich jetzt hier in der Rente gehe, da brauche ich das doch nicht mehr alles auszufüllen. Da habe ich gesagt, das finden wir zwar nicht gut, aber so ist es. Und da sage ich, jetzt wäre ich Rentner. So. Und ich bin dann pünktlich in der Rente gegangen, musste das Digitale nicht mehr machen. Mache das auch bis heute nicht. Ich habe kein Handy, ich habe keine Festplatte und die 1000 Begriffe, die heute so an Biertischen rumgeredet werden, weiß ich gar nicht mehr, worüber die Leute reden, weil ich die Begriffe gar nicht kenne. Also ich bin da völlig raus. Die Idee zur Freiluftausstellung Retrospektive, wann kam die? Ich habe mich zu DDR-Zeiten immer ein bisschen zurückgehalten, weil immer aufgefallen ist, ist man beobachtet, noch mehr beobachtet worden. Das hat sich bewährt. Ich bin ja beruflich trotzdem gut vorangekommen, trotz westlicher Verwandtschaft. Und manchmal andere Meinung, die ich eben sehr zurückgehalten habe. Und das, wenn man das dann Jahrzehnte macht, dann macht man das auch im Westen, dann kennt einen keiner, weil man nicht aufgefallen ist. Und da habe ich mir dann eben irgendwann mal gedacht, nachdem ich ja so Ausstellungen sich ergeben hatten und durch bestimmte Umstände sind die außen gewesen, weil sie innen irgendwo mal nicht hängen durften, in einem Krankenhaus. Das war der Anfang dieser Ausstellung. Und da fand ich das mit der Außenausstellung so zwischen Bäumen, Wäscheleine, fand ich irgendwie sehr schön, gemütlich spazieren gehen, ein bisschen Bilder angucken und so, das fand ich gut. Und dann kommt natürlich auch dazu, dass ich gerne immer was anderes mache. Ich gehe nicht mit der Faust und diskutiere oder demonstriere, aber wenn man eben eine Fotoausstellung nicht in den Regen hängt, weil es dann nass werden könnte, und das ist ja auch richtig so, dann interessiert es mich trotzdem, einen kleinen Umweg zu laufen und gerade in den Regen zu hängen, weil es eben die anderen nicht machen. Also so ein bisschen auch extra wurscht, was im Künstlerischen ja nicht ganz unbeliebt ist. Ja. Ich war vor nicht allzu langer Zeit in einer Ausstellung, die nennt sich Kellerausstellung. Die findet regelmäßig statt im Leipziger Osten in der Reichspietstraße. Und da hat mir jemand erzählt, ja, der Gerd Lehmann, der hat hier auch mal ausgestellt oder war auch mal hier zumindest zu Besuch. Das ist in so einem Keller, wirklich wie in einem Keller, eine Ausstellung in einem Keller. Ich habe nicht an den speziellen Ort. Ja. Aber ich weiß, dass ich in den 90er Jahren, wo ich an den ganzen Szenekneipen unterwegs war, war ich auch mal im Osten. Da waren irgendwelche Veranstaltungen von Kulturbund oder so ein bisschen Untergrund-Sachen. Da waren dort öfter mal Ausstellungen oder irgendwelche Einladungen, Gespräche, da war ich auch mit dabei. Ja. Aber ich kann mich jetzt nicht im Einzelnen dran erinnern. Ja. Aber kann schon sein. Ja. Ja. Bis wann ist diese retrospektive Ausstellung geplant und wann kann man sie hier antreffen? Das wollte ich noch sagen.
weil ich mich eben nie bemerkbar gemacht habe, wenn mich keiner kennt, habe ich mir gedacht, jetzt mal im Laufe dieser Ausstellung, die ja immer gewachsen ist, dieser Wanderausstellung im Freien, wollte ich mal so mein Lebenswerk zeigen, damit die Leute, die von mir eigentlich nicht wissen, weil ich mich sehr zurückgehalten habe, bei meinen Arbeiten kennenlernen, was ich alles so gemacht habe. Das ist ja auch so ein Grund, warum es eben eine Retrospektive ist, ein Querschnitt meines fotografischen Lebens sozusagen. Das war noch, und wir waren jetzt... Bis wann läuft die Ausstellung? Die Ausstellung ist, wie ich schon sagte, von der Sommersonnenwende bis zum Herbst, Tag und Nacht gleich. Also bis zum 22. September ist sie planmäßig hier eingeplant und wird zu hängen. Ob das Wetter dann Strich durch die Rechnung gemacht, wie es eben jetzt leider gestern war. Also es ist ja nicht ganz zerstrichen, aber es sind eine Menge Bilder runtergefallen. Wenn das zu oft passiert, muss man vielleicht eher Schluss machen, das weiß ich nicht. Ja. Das ist aber jetzt nicht eingeplant, weil das Wetter kann man ja auch nicht so richtig einplanen. Ja. Und Sie stehen ja gern zur Verfügung jeden Sonntag, ja? Ich habe mich verpflichtet, jeden Sonntag Nachmittag hier zu sein, von 14 bis 17:33, das ist jetzt ein bisschen eine Spaßziffer, also nachmittags, weil ich dann abends wieder nach Hause muss, aus gesundheitlichen Gründen, solche Kompressionsstrümpfe kriege ich dann ausgezogen und da muss ich eben pünktlich zu Hause sein, deswegen kann ich nachmittags nicht so lange bleiben, was mich ein bisschen ankotzt, aber es geht nicht anders. Also ich habe mich verpflichtet, nachmittags eben da zu sein, fürs Publikum, wenn es Gespräche, Fragen und so weiter gibt. Und ich werde auch spontan zwischendurch mal da sein, auch bedingt, wie das Wetter war, ob ich irgendwas reparieren muss oder ausbessern muss. Aber jetzt nicht verpflichtend nach der Zeit. Also man kann mich da nicht festnageln, da habe ich da zu sein, sondern nur sonntags habe ich da zu sein. Und wenn jetzt strömender Regen ist, macht es ja auch keinen Sinn, hier zu sein. Da wird doch sicherlich kein Publikum hier sein. Ja. Ich danke Ihnen, ja? Gerne geschehen. Ja. Das Heft. Also das ist eine Erklärung zu meinen Plakaten, die ich zur Gruft die Zeit gemacht habe. Gestus, das ist ja der Kalender. Das sind die WFG-Treffen-Plakate gewesen, das 8. und das 9., wo die Besitzer gewechselt haben, weil eine war dann der Wirtschaftsbank, wo finanziell kein Geld mehr da war. Und der neue Besitzer hat dann die Auferstehung, das ist zur Wirtschaftsbank, das Schlussplakat und das Anfangsplakat von den neuen Besitzern. Und das vorhergehende WFG-Treffen-Plakat, was dann auch im Kalenderblatt war. Und dann habe ich ja noch mehrere Plakate gemacht. Das 11. WFG-Treffen, dann die Sonnenfinsternis, dann Sonne, Mond und Venusstern. Sozusagen die Dreiheit am Himmel. Und dann habe ich hier noch Mondsichel im Nebel, das ist sozusagen die Mondsichel, wenn der neue Mondmonat beginnt, als Zeichen am Himmel. Das ist auch ein Bild, was in der Gruft die Stimmung ist, und das ist ein zufälliges Wolkenporträt, da ist nicht drin rumgemalt worden, digital. Was ich sehr interessant fand, da habe ich auch ein bisschen Text dazu geschrieben. Und diese Texte beziehen sich zum Teil sehr streng aufs Plakat jeweils und auf die Herstellung. Manche Sachen sind vielleicht ein bisschen kompliziert fotografisch, das habe ich hier für solche Fans beschrieben. Und dann sind auch persönliche Erinnerungen, die Sonnenfinsternis hat mit meiner Geburt zusammen ein bisschen. Das kann ich aber jetzt nicht alles erklären. Ja. Also das steht hier geschrieben für Interessierte. Das ist vielleicht für manche ganz interessant. Ja. Und das ist das Pfingstgeflüster von 2016. Aha, ja. Und der wievielte Jahrgang ist, beschreiben hier die Vögel, die drauf sind. Wenn man die zählt, ist das dann das so und so vielte Heft. Und dann habe ich hier noch, wenn es dich interessiert, meine beruflichen, aufgeschriebenen, das ist aber eben sehr viel, meine fotografisch-künstlerische Entwicklung, wo ich also Preise auf Ausstellungen national und international gekriegt habe. Die sind dann noch so ein bisschen Nachtrag von diesen Beste Arbeiten des Jahres der DEWAG. Dann sind hier, ich kann das ja mal aus der Hülle nehmen, dann sind hier Ausstellungsbeteiligung, also wo keine Preise, aber wo ich mit ausgestellt habe, kreuz und quer in Ost und West, auch der Weltpokal dabei. Dann sind hier die beruflichen Auftraggeber in der DDR, die ganzen Kombinate, für die ich gearbeitet habe, die dann nach der Wende nicht mehr existent waren, bis auf wenige Ausnahmen, wo ich dann hier auch noch in Abwesenheit Preise gekriegt habe, wo ich schon im Westen war. Dann Veröffentlichung in Bildbänden zu DDR-Zeiten.
Und Zeitungen, Zeitschriften sind ja alle aufgeführt. Ich hoffe, dass ich nicht allzu viel vergessen habe. Wochen- und Tageszeitungen, die es gab, bis hin in der Tschechei und in Polen. Und das ist dann Auftraggeber BRD ab 1988, wo dann meine Aufträge aus Westzeiten sind. Und hier sind noch letzter Hand geschriebene Sachen als Ergänzung. Also eine ganze Menge Zettel, die man schlecht hier hinhängen kann. Aber wenn es jemanden interessiert, kann er nachgucken, was ich alles gemacht habe. Es ist noch ein bisschen mehr, als hier hängt. Ja.